Hallo zu einem neuen Let's View über Resident Evil. Ich habe hier fünf japanische Artbooks, kann man so sagen, Sachbücher, die in meiner Sammlung stehen. Und ich habe mir gedacht, die schaue ich mir mit euch gemeinsam an. Angefixt wurde ich durch den Resident Evil 4 Remake Trailer, der mich so begeistert hat. Und ja, das Spiel kommt leider erst nächstes Jahr im März 2023 raus. Aber ich habe mir gedacht, zur Überbrückung müssen wir doch mal ein paar Themen über oder Resident Evil ein bisschen auskramen, so ein bisschen aus der Materie sprechen. Und ich habe da eben diese wunderbaren Bücher. Japanisch spreche ich nicht, deswegen kann ich nicht das, was da steht, lesen. Aber ich kann die Bilder, das Gesehene mit euch besprechen. Ich habe hier jetzt ein Buch, das ist über Biohazard Degeneration. Das ist ein Buch zu dem ersten Animationsfilm. Den gab es bei uns auch auf Blu-ray und DVD. Das ist die deutsche Fassung. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ne? Also, viel Spaß. Hier haben wir das Biohazard Degeneration Artbook oder 10 Buch, kann man sozusagen, zu diesem CG-Animationsfilm von Capcom und Sony Pictures. Die Banderole, die drum war, sozusagen, die so ein bisschen einführt, was finde ich in dem Buch, weil es ist ja im Original eingeschweißt, wenn man es kauft, habe ich schon abgelöst, damit man das mal sehen kann. Hier sind so ein paar Seiten aus dem Buch abgebildet und auf der Rückseite können wir sehen, der Film wird angepriesen, jetzt auf Blu-ray, DVD und UMD, also auf der PlayStation Portable. Gleichzeitig Resident Evil 5 gibt es auf der PlayStation 3 und Xbox 360, ist am 5. März 2009 herausgekommen oder wird rauskommen. Ja, das war auch schon weit über 12 Jahre. Oder 13 Jahre fast. So, das legen wir mal beiseite. Das spielt jetzt auch keine Rolle. So, ganz weg. Und dann schauen wir uns mal dieses Buch an. Degeneration. So, es hat einen Umschlag. Den will ich kurz mal lösen. Und dann sehen wir das gleiche Motiv, was wir hier haben, nur in Schwarz-Weiß. So, versuche ich mal anzugucken, dass man das auch sehen kann. So, hier sehen wir Bilder aus dem Film und hier sehen auch schon in Englisch eigentlich die Kapitelüberschriften. Und das Interessante ist eigentlich, das Buch ist in Japanisch und doch irgendwie Englisch. Diese Kombination ist irgendwie sehr interessant. Sowas gibt es irgendwie bei uns bei uns kann man es auch sagen, gibt es auch. Aber in Japanisch ist es natürlich etwas ganz Besonderes, wenn nämlich zwei verschiedene Schriften oder überhaupt Sprachschriften kombiniert werden. Das ist schon was Besonderes. Ja, hier sehen wir Motive aus dem Spiel. Hier wird noch mal kurz zusammengefasst das Spiel Resident Evil 1. Also hier sind Bilder aus dem Remake zu sehen. Hier vom Aquaring, die Pflanze 47, die Tyrant im Labor, wie wir gegen Hund kämpfen. Hier wird kurz über die Serie eingegangen. Hier können wir auch sehen, noch mal die einzelnen Spiele. Klassische Biohazard, also Resident Evil. Das Zero bei Teil 2, Teil 3 Last Escape, wie Resident Evil 3 Nemesis in Japan hieß. Ja, und Resident Evil Code Veronica und Resident Evil 4. Kurze Information über die Release-Daten, wann das Spiel rausgekommen ist entsprechend. Hier ist wohl das erste, ist 1996, am 22.03.96 für die PlayStation erschienen und so weiter. Sega Saturn, SS müsste für Sega Saturn stehen, ist am 25.07.97, ein Jahr später, gleichzeitig auch etwas später dann für PC. Aber gut, das sollte es jetzt nicht sein. Heute nächste Seite. Dann die Story von Degeneration. Motive aus dem Film und die Geschichte. Ja, gut. Ich gebe euch auf jeden Fall, oder ich lege euch auf jeden Fall ins Herz, schaut euch den Film an. Ist ein großartiger Film. Mir hat er sehr viel Freude gemacht und ist ein richtig genialer Film. Oder gut im Universum eben halt. Ja, interessante Interviews. Leider kann ich nichts dazu sagen. Ich kann Japanisch nicht lesen. Aber hier werden die Macher, Regisseure, Produzenten kommen zu Wort.
Zusätzlich gibt es immer noch ein paar Bilder zum Film. Ach, gar nicht so einfach, das richtig zu halten und zu blättern. Ja, hier weiter nochmal eine Interviewseite. Und ihr seht, jetzt fängt das gleich an. Hier aber auch nochmal. Ja, es geht das Interview noch weiter. Es war wo auf der Presseveranstaltung. Kannst du sehen, das Plakat ist so auf dem Ständer gepackt. So, und jetzt werden die Charaktere kurz vorgestellt. Dennis Kennedy, Claire Redfield, die beiden Hauptfiguren. Auch richtig gut. Oliver Mink hat im Deutschen, also die Stimme von Mark Wahlberg, ihn gesprochen. Richtig klasse. Angela Miller, ein Charakter, mit dem Leon tauchen gegangen ist, auch nicht schlecht. Kam auch nie wieder vor. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil es gab immer mal Figuren, die ja, das Zeug hatten für mehr. Dann haben wir noch einen Kämpfer, Greg Glenn, kam am Anfang vor. Curtis Miller, eine der Hauptfiguren, genauso wie der Senator Ron Davis. Bevor wir das Mädchen vorstellen, haben wir hier noch zwei andere Seiten. Hier haben wir den Frederick Downing von Tricell. Ingrid Hannigan kennen wir ja auch noch. Kam vor in Resident Evil 4. Und die Ereignisse spielen übrigens vor Resident Evil 4. Denn am Ende des Films wird er zu einer Spezialmission gerufen. Also, wir wissen, was dann passiert. Spielt Resident Evil 4. Rani Schafler, das kleine indische Mädchen, das sie treffen. Ja, und dann sehen wir hier G, ein G-Monster, mit dem wir uns zu tun haben. Richtig toll gemacht. Also der Film ist richtig spannend und hat richtig geniale Szenen. Ja, und das ist das Schöne jetzt hierbei. Wir können jetzt hier das gesamte Drehbuch lesen des Films, zusätzlich mit Storyboards. Das werde ich jetzt nicht komplett durchblättern. Wir werden uns ein bisschen dann auf den Anhang beschränken, weil man müsste jetzt die Szenen auch durchgehen. Was ist vielleicht geschnitten? Was ist verändert worden? Das wäre was für was anderes. Aber genau das ist ja eben das Interessante. Man kann das zwischen nachlesen. Ihr seht, hier sind verschiedene Szenen. Sie werden an der Seite beschrieben. Es ist ja jetzt keine animierte Sache, sondern die Szenen, die verschiedenen, werden zusammengefasst. Und was da handelt, eben halt in den Szenen. Und das ja, ist interessant einfach. Dann haben wir da noch ein paar Fotos. So wird eben halt der gesamte Film als erstes durchgegangen, bevor er in die Animationsphase geht. Und hier könnt ihr auch sehen, so in verschiedenen Posen. Einfach die Kamerapositionen sind das, wie sie sich unterhalten. Und die ersten Veränderungen durchmachen. So ein bisschen animiert, also wie in so einem animiertes Comic ist es schon gestaltet. Meistens so die ganzen Kamerawinkel und Kamerafahrten, die werden da alles beschrieben, damit die Macher genau wissen, was man sich vorstellt. Hier auch so. Immer noch mal schöne Artworks aus dem Spiel. Aus dem Film. Das Szenen, Screenshots. Die geht's weiter mit den ganzen Zeichnungen. Der erste Zombie kommt. Das haben wir dann hier die ganze Zeit über. Wie gesagt, ich blätter das so durch jetzt, weil da müsste man wirklich die Szenen einzeln auseinandernehmen, um rauszufinden, was ist da wirklich ähnlich, was da nicht. Hier haben wir den Eintritt von Leon S. Kennedy, auch hier voll gezeichnet eigentlich. Ja, und dann die ganze Geschichte. Am Anfang sind sie ja im Flughafenterminal, versuchen die Leute zu befreien und treffen auf Zombies. Claire, die sie befreien wollen. Ja, und all das wird jetzt hier erzählt. Die ganze Geschichte, die Storyboards zeigen die Szenen. Was haben wir hier? Auch ein bisschen übergehend so ein bisschen das Ganze. Ja. Haben wir das Ganze. Ja, hier haben wir nochmal Screenshots aus dem Film. Weitere Screenshots. Und hier sehen wir ein Rückblick. Hier sehen wir einen Leon S. Kennedy in CG. Da gab es noch kein Remake, kein Resident Evil 2 Remake. Somit ist das schon, ja, es ist das erste, ja, detailliertere Bild nach dem Spiel. Und hier auch ein Claire Redfield mit dem Gesicht des Films, aber eben halt in dem Kostüm von dem Spiel. So, weiter geht es. Ja. Bei Tricell oder in dieser
war doch, glaube ich, Twice. Ja, auf jeden Fall dieser Forschungsstadt-Einrichtung gibt sich ja Claire Redfield. Schaut sich das genau an. Hier sehen wir leere Hintergründe, CG-Hintergründe. Ohne dass was geschieht so nebenbei. Also es ist schon interessant. Auch das sind ja die Hintergründe, einfach so Motive. Hier nochmal Screen-Szenen aus dem Skript. Als Storyboard. Ein paar Bilder. Weitere Storyboards vom Finale oder vom großen Kampf. Ist das jetzt in dieser einen Halle gegen die Soldaten von dem G. Und es wird dann hier auch entsprechend beschrieben. Könnt ihr ja sehen. Wie er kämpft und bekämpft und auch eben halt, wie das so diese Geschichte abgeht. So wird ganz gut geplant für den Film und man weiß ungefähr, was man braucht. Und ja, es ist schon vereinfacht vieles. Auch wenn sich mit der Zeit das immer wieder weiterentwickelt. So, haben wir weitere Screenshots. Wo ich kein Freund bin, als eben bei den Screenshots, die so über zwei Seiten über die Knickkante gehen, das ist irgendwie so doof aus. Ja. Weiter haben wir hier auch noch die Storyboards. Das ist jetzt ein bisschen schwerer zu zeigen, muss ich sagen, weil das so eng ist zum Ende. Und ich will es ja nicht aufdrücken, das Buch. Und die sind ja zur Mitte hin. So, hier haben wir schon vom Finale noch ein paar Screenshots. Angela und Leon. Ja, Leon und Claire verabschieden sich. Ja, und dann, das macht das wieder interessant, Charakterdesign. Hier haben wir schon die ersten Zeichnungen. Hier könnt ihr sehen, Curtis Miller, Angela Miller, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, wie er so geplant war, der Senator, der Frederick Downing, Ingrid Hannigan selbst nochmal entsprechend in Szene gesetzt. So, dann haben wir hier über Background Designs. Ja, Will Farmer war das, nicht Tricell, sondern Tricell kam zum Ende vor, Will Farmer. Die Firma, die da vorkam. Hier sehen wir das Gebäude, wie es geplant wurde, in den verschiedensten Stadien, von CG über Zeichnungen, der Aufbau hier entsprechend digital. Schon sehr interessant. Hier haben wir auch weitere Screenshots der ganzen Locations, die Planung, wie das, hier sehen wir fast eine Zeichnung, wie es so funktionieren sollte. Schon sehr interessant gemacht. Ja, dann haben wir hier die CG-Models. Ihr seht, interessanterweise hier haben wir unten die aus Resident Evil 2, ihre Version aus Resident Evil 2 und dann oben die benutzten für den Animationsfilm. Hier geht es weiter mit den anderen Charakteren. Angela, Rani, Frederick, Glenn. Nee. Ja doch, Name, Nachnamen. Und noch weitere Charaktere. G auch. Und ja, noch mehr Charaktere. Also hier können wir die ganzen Zombies sehen. Auch richtig cool aufgemacht. Eine ganze Menge Vielseitigkeit. Ja, und dann gibt es hier die Poster. Und ihr seht hier auch schon zwei verschiedene Coverposter. Auch nicht schlecht gemacht. Coming soon mit Poster. Dann sehen wir hier auch geil so Werbegimmicks. So eine, ja, könnte eine Kette sein oder ein Schlüsselanhänger. Biohazard und Ink Ribbon, also das Speicherband. Auch hier so Kinokarte könnte das sein. Das ist so ein Ticket ist das. Und mit dem Ticket gab es, ach so ein Premium-Ticket, und dann gab es so einen Schlüsselanhänger. Ah, das ist das. Und hier so ein Flyer, der verteilt wurde. Dann haben wir hier Covers von DVDs und Werbeseiten. Auch, es gibt ja auch erklärende Werbeseiten dann dazu. Oh, hier, es gab auch Figuren. Es gab nämlich eine Special Edition zu dem Film. Hier die Covers, DVD und Blu-ray. Könnt ihr sehen, schon auch gezeigt. Und hier auch nochmal ein DVD-Cover, denn es gab ja hier diese Special Edition mit richtig schönen Artworks drauf. Und da gab es eine G-Figur. Ist natürlich, nein, nicht natürlich, ist leider nur in Japan erschienen. Sehr schade. Und es gab den Film, glaube ich, gab es den auch in 3D. Ich glaube, den gab es sogar in 3D, auch nur in Japan. So, hier haben wir von der Limited Edition gab es so ein Booklet dabei. Ihr könnt sehen, das ist hier komplett abgedruckt. Mit den ganzen Erklärungen, who is who, was passierte. Ach, und hier haben wir die Figur. Können wir sehen, wie die Limited Edition Figur aussah von G.
auch nicht schlecht gemacht. So, die UMD darf auch nicht fehlen und der Soundtrack. Den habe ich auch, den Doppel-CD des Soundtracks, sogar recht hörbar. Ist natürlich auch gruselig, aber richtig gut. Mir hat er gefallen. Ja, und dann haben wir hier noch schöne, ja, nochmal Cover Blu-ray. Es wird noch von einer nordamerikanischen Version sein. Das ist ein bisschen farbenfroher. Ja. Ein paar fehlt jetzt. Immer noch eine Ankündigung von einem weiteren Buch. Das habe ich auch noch. Das wird auch nochmal betrachtet. Ja, die ganzen Credits dürfen hier sein. Können wir auch sehen, hier die ganzen Credits. Und auf der Ende ein, ja, so eine Art Schwarz-Weiß von Jeep. Den sehen wir hier auch nochmal. Noch ein bisschen farbiger, aber auch nicht wirklich. Ja. Und das war der Let's View zu dem Buch Biohazard Degeneration. Das soll es mit dem Resident Evil Let's View gewesen sein. Schaut euch auch die anderen Let's Views dieser Bücher an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Kommentar und ja, Abo auch natürlich. Aber vor allem den Kommentar. Sagt mir, was ihr von den Büchern haltet. Was hat euch gefallen? Welches war euer Highlight? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.